Hier sind wir wieder in Zelda Skyward Sword und ich habe hier irgendwie das Gefühl, dass wir gleich da oben mit diesen Kränen, mit dem Kran spielen auf jeden Fall. Kleines Glücksspiel machen. Ich weiß es aber natürlich nicht. Wir sind hier in der Werft drin. Wir haben es endlich erreicht. In der letzten Folge sind wir komplett mit der Lore zickzack hin und her gefahren und haben es irgendwie erreicht. Wann ich den Plan für mein Schiff wohl fertig bekomme? Okay, warum steht das so ganz fett in der Wand? Hä? Okay. Ich habe das Gefühl, ich muss erstmal runter. Tschüss. Oh, danke. Nehme ich natürlich alles mit, was ihr hier mitbracht. Ich habe ja schon 500 Rubine. Ich glaube, nach unserem Erkundungstourchen hier können wir dann endlich bei Terry wieder einkaufen gehen. Da freue ich mich schon drauf. Und bin ich ja irgendwie beim Boss von dem dritten Dungeon? War doch so eine Riesenspinne irgendwo unten in dem Sand. Oh, das ist ein Skorpion. Das ist keine Spinne, Mike. Und er lebt noch! Warte, ist es nicht sogar der Boss? Ist das nicht der Boss? Es ist mal ohne Witz. Ist das nicht der Boss? Mein Gott, wieso kämpfen wir wieder gegen den Boss? Wieso kommt das denn jetzt schon wieder? Wieso kann ich nicht angreifen? Wieso geht das nicht? Mich machen! Lass mich nicht! Komm mal auf hier! Ah! Ich habe vergessen, wie der Boss funktionierte! Schon länger her jetzt! Okay, aber so scheint es nicht zu funktionieren. Da muss ich wohl irgendwas anderes machen. Oder so. Da habe ich ein Item, was mir hilft. Peitsche? Erschreckt das mit kurz, bringt nichts. Greifhaken? Er hat auf jeden Fall Angst vor dem Greifhaken. Ja, das scheint es zu sein. Oder? Warte, maybe. Ah! Treib mich doch nicht so in die Ecke! Ich muss kurz herausfinden, wie der Kampf funktioniert, Freunde. Entschuldigt meine Noobigkeit. Aha! Ah, ich darf nicht einmal so tippen. Ich dachte nur, so kriege ich den. Ich muss schlagen, so schlagen. Komm schon, der andere hier. Was zum. Ich habe nichts gesehen! Aber ich habe ihn getroffen einmal. Aber ist es doch literally der Boss oder nicht? Mann! Bist du nervig! Du nerviges kleines Dreckviech! Denkst du, du bist ganz schlau, ganz cool? Was denkst du das? Ja, er denkt das auf jeden Fall. Sonst würde er das nicht machen. Aber mein Schwert ist besser geworden, mein Freund. Und dein Arm ist schwächer geworden. Einfach abgeranzt. Und den anderen reißt ihr auch noch raus. Komm schon. Gleich ist er weg. Irgendwann musst du deine Hand aufmachen. Und der Zeitpunkt ist. Warte. Der Zeitpunkt ist. Jetzt. Oh nein, das ist halt wirklich der Boss. Jetzt macht er wieder das Gleiche, was er vorher gemacht hat. Aber warum müssen wir nochmal gegen ihn kämpfen? Ich mochte den Boss nicht. Der war super nervig, weil er das hier gemacht. Okay, aber ich habe ihn rausbekommen. Okay, aber es läuft bisher ganz gut. Es läuft auf jeden Fall ganz gut bisher. Bitte lass mich nicht gegen deine kleinen Kinder kämpfen. Das war das Nervigste. Das war's. Okay. Ich meine, war halt der gleiche Boss, ne? War halt der gleiche Boss. Für die, die es nicht gesehen haben, jetzt habt ihr es gesehen. Und der Kampf diesmal war viel besser. Gebieter, es scheint, als sei dieser Ort in den Jahren zu einem Hort des Bösen verkommen. Die Wahrscheinlichkeit, hier einen Anhaltspunkt zum Schiff zu finden, scheint mir gering. Ja, hier sind anscheinend nur Boss-Rushs. Es kommt auch gleich der zweite und der erste Boss oder der vierte Boss oder sowas. Keine Ahnung. Wo kommen wir denn jetzt hin?
Oh. Ja klar, macht Sinn. Dass wir wieder hier sind. Ja. Sind wieder hier. Ja, dann muss ich mir jetzt leider die traurigen Nachrichten berichten, dass wir leider nichts wirklich gefunden haben. Tatsächlich. Ist nun mal so. Tut mir leid, Bro. Dulum, dulum. Hier ist kein Schiff. In diesem Fall. Ja, das ist zwar etwas gefährlich, aber wir sollten direkt zum Piratenversteck fahren. Also auf geht's. Okay. Leider haben wir sein Schiff nicht mehr. Wir müssen ohne sein Schiff zu den Gegnern. Was wahrscheinlich der fünfte Dungeon ist, oder? Ich habe Angst. Psst. Ja, der Boss der Piraten ist furchtbar stark und hat eine Menge Piraten an seiner Seite. Ich würde viel darum geben, ihn nie wiedersehen zu müssen. Aber ich mache es, um mein Schiff zurückzuerlangen. Das Piratenversteck ist auf der Karte mit X markiert. Okay, das rechts ist es nicht. Hm. Ich dachte, da wäre es vielleicht, aber... Ne, es ist hier. Hier, da ist auch ein Schiff auf der Karte. Los, mach ich mal auf. Alles klar. Das machen wir. Yeah. Yeah. Okay, mehr wollte ich nicht. Ich wollte nur einmal abschießen. Hab genug. Hab genug von euch. Oh Gott, Hilfe. Was ist das denn, meiner? Okay, hier scheint es zu sein. Oh Gott, sehr bedrohlich hier. Aber sieht echt cool aus. Boah, sieht echt cool aus. Das ist ein Gegnerschiff hier. Das Piratenversteck. Ah, da sehe ich schon einen Stein, den ich gerne hatte. Das sieht echt krass aus. Oh Gott, müssen wir jetzt in sein Maul? Ich habe Angst. Aber wenn man es genau nimmt, leben wir alle bereits nicht mehr. Auch ich bin nur wegen des Steins der Zeit in meinem Boot an diesem Ort gelangen. Irgendwie beruhigt mich das. Also Mike, schau mal, ob du mein Schiff findest. Ich warte hier. Der Arme, er weiß sogar, dass er gestorben ist und ist jetzt einfach nur wieder lebt, weil ich ihn mit dem Stein wiederbelebt habe. Frag dich nur, ob er für immer am Leben bleibt oder nicht. Ja, das ist die Frage aller Fragen, die wir uns hier stellen. Und warum habe ich nicht alle Leben? Was ist denn da falsch? Ich habe doch voll viele Herzen von eingesammelt, dachte ich. Was gibt's denn hier? Aha, Secret. Tatsächlich, hier kann man rein. Ist hier oben noch was? Kann man rennen? Hi, Freunde. Was wollt ihr hier? Ich habe keine Lust auf euch. Ich mal ab hier, danke. Ha? Irgendwas? Ey, die sind ja elektrisierend. Den elektrisch aufgeladen, habt ihr es gesehen? Wir müssen aufpassen, dass man die im richtigen Moment angreift. Und bloß nicht im falschen Moment. Hier ist nichts, oder? Nee, nicht wirklich. Ich möchte mich hier erstmal gerne ein bisschen umschauen, bevor ich jetzt irgendwelche hastigen Bewegungen mache. Weil ich habe schon stark das Gefühl, dass hier der Dungeon vor uns liegt. Oh Gott. Ey. Verschwinde. Lim. Klimper, klimper. Juhu. Blam, 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 blam. Hier kommen wir hinein. In dieses Gebäude. Und die Musik. Schon ganz cool. Gibt schon ein bisschen Atmosphäre. Mag ich. Fei, was los? Signalgebieter. Ja? In dieser Vorrichtung befindet sich kein Stein der Zeit. Jedoch besteht eine Wahrscheinlichkeit von 95%, dass es ein ähnlicher Mechanismus wie der in der Wüste Ranel ist. Ich schätze, dass auch diese Vorrichtung von einem Stein der Zeit angetrieben wird. Okay, muss ja mein Schwert reinjagen. So, ha! Nee. Was soll ich denn da machen? Vielleicht kriegen wir da noch irgendwas für. Vielleicht so ein Mini-Stein der Zeit, den wir da reinsetzen können. Keine Ahnung. Ich habe nicht das Gefühl, dass das der Dungeon ist. Sonst hätte der mir irgendwie das krasser mitgeteilt, glaube ich. Vielleicht ist das so ein Zwischendungeon vor dem richtigen. Okay.
Die sind noch nicht ganz im Schiff drin, glaube ich. Ich glaube, das ist hier erst nur das Versteck, wo sie leben. Aber leider haben wir die Kerle wieder hier. Diesmal werden sie nicht irgendwo runterfallen und sterben. Von daher. Ja, immer wenn sie angreifen, kann ich sie ja auch angreifen. Aua. Das Herz, das Herz! Das Herz! Oh. Ja, das war mal das Herz. Ja, ja. Hab ich dich. Okay, wenn man sich ein bisschen mit dem beschäftigt, dann kriegt man die auch hin. Sind aber trotzdem einer meiner Hassgegner, würde ich sagen. Ich mag die überhaupt nicht. Wirklich nicht. Ich mag die wirklich nicht. Ja, das ist nur der. Der kann ja nichts. Ist hier irgendwas? Ne, nur Fackeln. Kamera. Dies. Bisschen schwierig mit dem Controller die Kamera zu bewegen, aber nicht unmöglich. So wie ich es vorher gedacht habe. Na gut. Und wo sind wir jetzt? Ganz oben. Was haben wir denn da? Eine Kugel. Xenogebieter. Ja, ich habe es gerade gesehen. Dieses Objekt hier ist eine Kugel der Zeit. Anders als Steine der Zeit kann man sie an verschiedene Orte bringen. Ja, das hätte ich mir auch denken können. Danke, Pfei. Oh. Oh, lass mich raten. Jetzt werden gleich überall Gegner spawnen, wo ich rumlaufe. Weil die hier die Holz bewachen. Aha, da kann man jetzt durch. Aber müssen wir das nicht zurückbringen? Ah. Okay. Hier wird doch locker gleich ein Gegner spawnen, oder? Ja. Da ist einer. Ach nee, nicht der. Den mag ich doch nicht. Komm, komm einfach an. Hey! Du Pisser! Was soll denn das? Sind da noch mehr von euch? Ja, einer ist da noch. Nicht so schön. Was war das denn gerade? Pfei. Ja, hier Pfei. Kannst du mir sagen, wer das ist? Kannst du mal den Gegner beschreiben? Diesen Gegner noch nie gesehen, Pfei. Sag mal, wer das ist. Das ist ein Techno-Goblin! Diese Bockblins tragen gefährliche Waffen, die einst vor einer uralten Zivilisation gefertigt wurden und Lähmungen hervorrufen können. Die Kleidung, die diese Subspezies der Bockblins trägt, scheint die gängige Mode der Bockblins zu sein. Okay. Mann! Mach! Mach deinen blöden Angriff, Freundchen! Bam! Damage gemacht hat, das ist doch lächerlich. Egal. Oh nein! Alles nur du nicht! Ich kann nicht vorbei! Ich kann einfach an ihm vorbei! Was ein Opfer, schaut ihn euch an. Haha! Du bist eine Nupp. Wenn ich ihn jetzt liegen lasse, dann. Ha, dann komme ich hier ran. An die Kiste! Mit unglaublichen Scherzen wie 100 Rubine. Boah, ich freue mich schon so sehr, wenn ich Terry, ich mich bei Terry entschuldigen kann und ihm mein ganzes Geld in die Hand drücken kann und sagen kann, gib mir mal das Beste, was. Da freue ich mich schon. Oh, wo kommt das denn jetzt hier? Oh, hier kriegt man ja auch Eon. Toll. Es ist zu spät dafür. Wahrscheinlich brauche ich sie nie wieder, aber... Trotzdem, nice. Ich kann die werfen, aber nicht so weit werfen. Ah, mies. Mies, mies. Okay. Vielleicht muss ich da auch gar nicht hoch. Vielleicht muss ich einfach den richtigen Weg finden. Oder so. Schätze ich mal. Keine Ahnung. Doch, doch. Ich glaube, ich muss vielleicht den richtigen Weg einfach finden. Hm. Aber das hilft ja nicht, weil den kann ich ja... Oh doch, jetzt hat es geklappt. Okay. So, und jetzt kann ich weitergelegene Orte bestimmt erreichen. Kann ich darüber? Kann ich den da hin? Oh, oder spring einfach drüber. Perfekt. Hä? 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 Moment. So.
Und perfekt. Da haben wir es auch schon geschafft. Ja, komm, nimm mit. Den wollte ich jetzt nicht ablegen. Ist da was gespawnt? Aha. Lass mal hier liegen. Weil sonst ist ja Elektrizität, das mag ich nicht so. To be honest. Der Peitsche kriegen wir da drunter. Zack. Yeah. Ich finde das cool, dass man hier viele verschiedene Items nutzen kann. Um weiterzukommen. Das ist schön. Da ist eine Kiste. Die finde ich natürlich auch sehr prickelnd. Wir spawnen aber leider viele Blumen, die mir nicht gefallen. Ey, mein. Wen hat das bitte gewundert? Eigentlich niemanden. Oder? Wo ist denn die Startplattform? Irgendwo muss noch eine Plattform sein, wo ich anfangen kann. Ah, ich muss von oben runterfallen mit der Kugel. Ah, jetzt habe ich es auch verstanden. Okay. Drehen wir es hinter uns. Oh, komm. Hey. 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 Mann, ich mache immer das andere. Jetzt habe ich ihn einmal. Aber das war so klar, der hat extra nur drauf gewartet. Du ekelhafter. Was soll man machen? Was soll man machen, ne? Ernsthaft jetzt wieder so einer. Hau ab. Einfach ab. Ach nö. Ach nö. Keine Lust. Ich muss aufpassen, wo ich ja alles lebendig mache. Wo will ich denn lang? Nee, hier kann ich nicht lang. Und der ist in meine Range. Leider. Okay. Perfekt. Perfekt und perfekt. Okay. Das macht das Tor auf. Muss ich das jetzt liegen lassen? Immer diese. Oh, warum muss die Katze immer angezeigt werden? Ich hab's doch verstanden. Muss ich da hin? Hier ist ein Block. Ah. Ja, okay, ist tot. Lass ihn mal hier liegen. Lass mich mal den Block bewegen. Block. Wird nicht bewegt werden, Block? Doch, jetzt. Hinter mir? Ja. Ich sehe nichts. Spiel. Okay, er guckt mich nur an. Nee, jetzt nicht mehr. Ach so, weil ich zu nah dran bin, maybe? Hä? Ach, oh, ich bin. Sorry. Sorry. Ich hab's nicht gecheckt. Einfach draufstellen. Das ist jetzt aber nicht so nett. Renn! Okay. Das haben wir also. Ich finde die Rätsel aber ganz cool. Nicht zu schwer, nicht zu einfach. Genau perfekt, finde ich. Von der Schwierigkeit her. Finde ich genau perfekt. Kann gerne so weitergehen. Aber wie kam ich jetzt an die Kiste? Da hätte ich irgendwo rüberspringen können oder so? Ist bestimmt sowieso nicht wichtig. Ihr wisst ja, ich mache keine 100% hier. Also, alle Kisten mache ich nicht. Ich mache eventuell noch alle Herzteile, aber ich mache jetzt nicht alle Kisten, weil ich glaube, viele davon sind einfach nur so Krimskrams, die nicht wichtig sind. Oh Gott. Oh Gott, hier sind zwei von denen. Ich glaube, den muss ich in der Mitte killen. Ja, den muss ich leider killen, Leute. Aber das war ja mega easy mit der mit Controller. Das ist ja mega easy, weil ich das präziser machen kann. Ja, nice. Richtig nice. Und jetzt? Was denn jetzt? Hier einfach mal durch. Ja. Das ist zu, habe ich gesehen. Weiß aber nicht, was mir das jetzt sagen soll, dass das dazu ist. Das weiß ich jetzt gerade nicht. Ich weiß nur, dass ich gerne
diese Kiste hier öffnen möchte. Denn da ist Müll drin. Juhu! Super. Aha. Was fühlt sich denn dahinter? Ach, das geht da nicht durch. Und dagegen schlagen darf ich auch nicht. Bringt nichts. Wahrscheinlich ist es in der Vergangenheit richtig. Oh, nicht die Viecher wieder. Ah ja, ja, ich krieg ja viele Flashbacks zum dritten Dungeon. Wirklich viele. Aber das ist was Gutes oder was Schlechtes, das kann da jetzt jeder denken, wie er will. Ja, ich muss hier irgendwie das frei machen. Hör mal auf! Blödes Schwert. Wie krieg ich dich denn jetzt da durch? Oder generell irgendwo durch? Muss das hier in der Ecke stehen? Deshalb ist er da, in der Ecke. Ich glaub schon. Freunde, ich glaub schon. Guck mich an! Tschüss. Boom. Ich glaube, es soll in der Ecke stehen. So. Aber halt noch so, dass ich da gerade noch so durchkomme. Genau. Dann ist es weg. Und dann kann ich... Nein. Dann kann ich mit der Peitsche... das runterziehen. Yeah. Haha. Ich bin schlau, Big Brain. Okay, lass mal. Langsam wird's cringe. Langsam wird's kringelig. Dingelig. Oh, die lassen mich nicht vorbei. Und jetzt habe ich beide beschworen. Aber sie wissen, dass sie da sterben. Die Opfer, kommt mal her. Hey. Oh, okay, jetzt bin ich das Opfer. Das finde ich gut. Ich hab keinen Bock auf dich zu stehen. Finde ich gut, wenn er das so macht. Hä, wieso kann er sich wieder zurückspringen? So, wann kann er denn das? Komm. Von der anderen Seite, genau. Mit deiner Happy-Seite. Hey, wie soll ich das machen? Wenn zwei auf mich losgehen, wie soll ich das so machen? Wie mache ich das am besten? Na, komm her. Genau. Und tot bist du. Bei dir das gleiche bitte. So, jetzt kann mich niemand aufhalten und du bist tot. Puh, die Dinger mochte ich nicht. Ich musste sie sogar killen. Oh, wie blöd. Alles klar. Und nun sind wir wieder am Anfangsort. Packen die Kugel hier rein und Vios. Magische Zauberhand. Erwacht das zum Leben? Warte, sind wir doch schon auf dem Schiff? Nee, oder? Nö. Aber jetzt haben wir einen Pfad erscheinen lassen. Gebieter, ich habe dir was zu berichten. Durch die Kraft der Kugel der Zeit hat sich hier etwas verändert. Ich empfehle einmal nachzusehen. Ja, yep, das hoffe ich nicht gekommen. Ich dachte, ich soll jetzt wieder im Kreis rennen. Danke, Pfeil. Danke. Was hat sich denn hier verändert? Der Weg ist jetzt frei? In der Vergangenheitsform? Nee, ist es nicht, oder? Ja, doch, eigentlich schon. Handelt sich der Captain hier durch? Weiß ich nicht. Gebieter, ich hab dir noch etwas zu berichten, ja? Okay, dann sag. Es besteht eine Wahrscheinlichkeit von 60%, dass dieser Mast und dieses Segel Teil dieses Schiffs waren, in dem Nairus Flamme ruht. Von jetzt an kannst du das Schiff, in dem Nairus Flamme ruht, mit der Aurasuche aufspüren. Aha. Aha. Was? Blum, 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 blum. Ah. Der Mast hier? Das Ding da? Wo sollen wir jetzt weg? Weiter reisen. Ich habe jetzt leider diese eine Kiste nicht bekommen. Ich weiß nicht, ob die wichtig war. Aber man kann sich ja hier zurück teleportieren. Man kann sich ja zu jeder Statue zurück teleportieren. Deshalb. Vielleicht gucke ich das immer mal wieder nach. Ich weiß es nicht. Ich glaube aber, das jetzt absegeln, oder? Jetzt mein Schiff weiß auch nicht. Hast du irgendeinen Anhaltspunkt entdecken können?
Du weißt, wo wir hin müssen? Wenn ich auch versuche? Das ist ja stark, Bro. Dann bin ich so versichtlich, dass wir dieses Mal wirklich mein Schiff finden. Bzz. Ja, Wabling. Na klar. Brech mal aus. Bzz. Brechen wir auf. Wollen wir wirklich dieses riesige Meer absuchen? Dann bleibt nicht viel mehr übrig, als dir zu vertrauen. Vermutlich hat sich das Schiff getarnt. Wenn wir es aber mit der Kanone treffen, wird es nicht sichtbar werden. What? Okay. Hier nicht, oder? Nee. Wir müssen irgendwo hin und dann schießen. Wo die Aurasuche sagt. Da, in die Richtung. Na komm. Jetzt sind wir noch weiter. Haut mal ab hier, was wollt ihr hier? Zack. Zack. Da lang? Hä? Hier schießen? Bam. Kommen wir hier überhaupt lang? Oh. Oh. Ah. Da ist sein Schiff. Da durfte ich aber vorher nicht hin, weil sonst böse, böse. Du kannst doch nicht Story skippen, Mike. Hallo? Das ist für später gedacht. Okay, tut mir leid. Jetzt können wir aber da auf jeden Fall hin. Alles klar. Kablam. Ja, doch, doch. Ich brauch das gar nicht. Ich brauch das gar nicht. Ich weiß ganz genau, wo es ist. Ich weiß ganz genau, wo es ist. Ich fahre gefühlt nur im Kreis. Nee, jetzt fahre ich richtig. Jetzt fahre ich richtig. Ich hoffe, ich treffe das Ding jetzt nicht. Gut. Dum, 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 dum. Dum. Ja, ein bisschen weiter noch. Ein bisschen weiter noch. So viel ist das nicht mehr. Ich weiß nicht. Soll ich sowas rausschneiden? Weil es geht ja nicht wirklich viel ab. Ja, ich sehe ja nur von A nach B. Aber ich glaube, das ist sowieso eine der letzten Male, wo ich damit segel. Deshalb ist es, glaube ich, auch nicht so schlimm. Und ja. Ja. Ich glaube, so schlimm ist es nicht. Bin sowieso jetzt schon da. Da, 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 da. Bumm. Pau. Pau, pau. Ist es nicht hier? Nein? Was? Wo? Und falsch? Ach, ich kann sogar fahren, während ich dir rauf gucke. Das ist ja nützlich. Hä, er dreht sich die ganze Zeit um. Ist es hier? Seht ihr das? Es bewegt sich immer wieder woanders hin. Oder ist es gerade am Fahren? So ein Geisterschiff. Hä? Aha, es wird immer lauter. Das muss sich doch wohl bewegen, das Schiff, oder? Ja, es ist hier. Es ist unsichtbar, ich wusste es. Hast du das gesehen? Das war mein Schiff. Los, wir folgen jetzt. Ja, und nimm mal Meister auf mit der Kanone. Ja, wow. Jetzt hast du gelabert und jetzt weiß ich nicht mehr, wo es ist. Hast du schon gedacht, dass es sich bewegt? Wo ist es denn? Direkt vor uns. Da. Yes. Ein Geisterschiff. Spooky. Das ist ein Schiff? Aber warum war es unsichtbar? Hm. Aber da ist es auf jeden Fall nun. Und lass mich raten, es spawnt jetzt da, wo ich nicht hin konnte. Oder? Boah, kriegt man ja schon Gänsehaut. Die Sandgaleone. Da gibt man einen guten Einblick, wie es nächstes Mal weitergehen wird. Du,
Ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Bleibt auf jeden Fall dabei, wenn ja. Und ich eine Sache will ich nur nachgucken. Weil ich jetzt hier rausgehe aus dem Dungeon. Falls es der Dungeon ist. Ich glaube aber schon. Ja. Ich wusste es. Ich hab's gewusst.